Leute, was geht? Ich bin zurück, Becky. Ich bin wieder da mit einer neuen Folge. Becky testet virale TikTok-Lifehacks Part 3. Ja, wir sind schon bei Teil 3 angekommen. Falls ihr nicht die letzten beiden Teile gesehen habt, schaut sie euch unbedingt an. Ich habe so Bock, nochmal Hacks auszuprobieren. Deswegen machen wir es heute einfach mal und ich bin gespannt, ob sie funktionieren werden oder nicht. Beim ersten Mal war das ziemlich gemischt. Beim zweiten Mal funktionierten die meisten sogar und ich war echt erstaunt. Ich bin gespannt, wie es diesmal aussehen wird, weil ich habe ein paar richtig coole Hacks dabei. Und wenn die funktionieren, Mann, dann ist man Pro, Leute. Ich verspreche jetzt aber nicht zu viel, weil ich weiß nicht, ob es geht oder nicht. Keine Ahnung. Wir finden es aber heute auf jeden Fall heraus. Falls ihr noch einen weiteren Teil Becky testet wollt, schmeckt mir jetzt einen Daumen nach oben. Schauen wir 30.000 Daumen nach oben, dann teste ich wieder richtig verrückte Hacks. Ihr könnt mich auch gerne auf welche verlinken. Auf Instagram oder so. Postet mal welche oder so, die ich unbedingt ausprobieren muss. Bei denen ihr euch fragt, funktionieren die oder nicht. Also macht das gerne. Ich heiße dort Rebecca Wing Official. Und ja, ich würde sagen, wir labern jetzt nicht so viel. Wir legen jetzt los. Und wusch, ab zum ersten Hack. So, der erste Hack, den brauche ich unbedingt, denn es geht um Bottle Flip, Leute. Ja, angeblich soll mit diesem Hack jeder einen Bottle Flip hinbekommen. Ich bin gespannt. Jedes Mal. Okay, Wasser rein, schon klar. Salz. Und das war's. Damit sollst du angeblich jedes Mal einen Bottle Flip hinbekommen? Digga, ist das dein Ernst? Ich weiß ja nicht. Ich kann weder werfen, noch kann ich fangen. Also ich bin wirklich ein Trottel, wenn es um sowas geht. Ich krieg den Ball gegen den Kopf und so. Also ich habe schon alles durch, Leute. Ich habe es an jede Körperstelle schon abbekommen. Mir geht's auch so. Der macht mal jetzt halt eine Hoch-Emoji unten rein. Nein, er macht einen traurigen Emoji unten rein, wenn er das auch kennt. Und immer so ein Opfer ist, das abgeworfen wird. Aber ja, wenn das funktioniert, bin ich King. Dann weiß ich, wie es geht. Ich habe hier jetzt Salz. Da eine fette Packung. Aber er hat ja gar nicht so viel reingemacht. Und ist das zu viel Wasser? Ist das zu wenig Wasser? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, ich glaube, ich kann das Wasser nachher knicken. Das ist bestimmt voll salzig. So, schüttel ich das eben. Und jetzt bin ich gespannt. Aber ich kann es mir schwer vorstellen. Nope. Hat super funktioniert. Jetzt haben wir ein bisschen weniger Wasser hier drin. Jetzt packe ich mehr Salz rein. Schütteln wir nochmal. Und jetzt kommt der Moment der Momente. Fast, fast. Aber das ist nicht die Garantie, dass du es schaffst. Also, wow. Aber eigentlich müsste es laut seinem Hack jedes Mal funktionieren. Und das stimmt einfach mal gar nicht. Also Leute, dieser Hack mit dem Salz in dem Wasser ist fake. Der geht nicht. Wie kannst du jedes iPhone knacken, ohne den Code zu haben? Okay, was macht er als erstes? Warte, warte. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Er hat erst Empfang ausgestellt noch. WLAN, Bluetooth. Was macht er jetzt? Er macht Helligkeit komplett runter und Lautstärke. Und dann geht er auf Taschenrechner. What? Das kann niemals sein. Und dann kannst du einfach an jedes iPhone ran. Ohne Face ID, ohne alles. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Ich glaube, ich muss mich, wenn ich mein Handy nehme, ein bisschen seitlich stellen, nicht, dass man mein Gesicht sieht. Und dann probiere ich das mal aus. Hier ist mein Handy, Leute. Und er darf nicht mein Gesicht sehen. So, das muss alles aus. WLAN aus, Bluetooth aus und dieses Empfangszeichen da. Dann Helligkeit runter, Ton runter und Rechner öffnen. Und jetzt geht nicht. Also dieser Hack ist fake. Okay, wir brauchen ein Glätteisen und Popcorn. Und dann kannst du... What? Popcorn machen? Ganz einfach. Du brauchst nur ein Glätteisen? Also ich meine, das wäre ein bisschen zu wenig. Von einem Popcorn wird mein Verlangen nicht gestillt, Leute. Ich liebe Popcorn. Und wenn ich Bock auf Popcorn habe, brauche ich schon eine riesengroße Tüte voll. Und zumindest so eine kleine, nein, schon eine große Schale, okay? Also ich liebe Popcorn. Ich glaube, das wird mich ein bisschen in den Wahnsinn treiben. Aber ich probiere es mal aus. Ich bin gespannt, ob es tatsächlich funktioniert. Bei ihr ging es. Ich bin gespannt, ob es mit meinem Schrottglätteisen geht. Becky hat sich schon bewaffnet für den nächsten Hack. Wir brauchen unser Glätteisen und ein Maiskorn. Moment, ich habe hier eine ganze Packung, ne? Also wenn es funktioniert, kann ich mir ja die ganze Packung machen. Nicht. Leute, ich muss mich konzentrieren. Das ist jetzt wichtig hier. Das Problem ist auch, ich kann mein
Glätteisen sich von der Hitze regulieren. Also ich muss mich zufrieden geben mit dem, was hier eingestellt ist. Aber ich habe keine Ahnung, ob es heiß genug ist. Ich weiß es nicht. Manche kann man ja einstellen, aber das nicht. Also hoffen wir mal, also wir haben Glück und bekommen Popcorn hin. Boah, Leute, ey. Was man nicht alles für Popcorn tut. Leute, es wird langsam weiß. Es wird langsam weiß. Oh mein Gott, wir bekommen gleich Popcorn. Warum geht er raus? Er soll drin bleiben. Du sollst Popcorn werden. Das ist deine Bestimmung. Nein! So, also irgendwie ploppt der eine nicht. Ich versuche jetzt nochmal einen anderen Maiskorn, aber ich glaube, das kann auch mal 10 Minuten dauern. Also irgendwas müsste gleich passieren. Er wird schon langsam ein bisschen dicker und ich habe das Gefühl, die Schale sieht irgendwie langsam heller aus. Wir haben ein Popcorn! Oh mein Gott! Ich dachte, mir ist schon wieder das Korn weggeflogen, dieses Popcorn-Mais. Und Leute, ich musste jetzt, glaube ich, für den 3-4 Minuten warten für einen Popcorn. Und der erste hat irgendwie nicht geploppt. Der liegt da, aber ja, es ist ein Popcorn bei rausgekommen. Wie süß ist das denn? Auf jeden Fall hat der Hack funktioniert, ist vielleicht ganz lustig. Aber nein, ich weiß nicht, der Hack lohnt sich eigentlich nicht. Wer hat Lust, 10 oder 5 oder 4 Minuten auf einen Popcorn zu warten? Auf einen verdammten Popcorn? Ich glaube, keiner. Was macht er? Okay, er verbindet die AirPods mit seinem Handy. Und dann muss man die so hinstellen, okay? Nein! Und dann kann man daraus so eine kleine Box machen, also dass es richtig laut rauskommt. Was? Okay, sind verbunden. Und jetzt, wie soll man die reinstecken? Ich habe gar keine Ahnung. Ich glaube, ich muss das groß machen, sonst kapiere ich das nicht. Wie soll man das sehen, wenn er seine Finger davor hat? Okay, Moment, das muss irgendwie nach außen. Ich bin zu doof dafür. So müssen die in den AirPods drin sein. So. Das klappt man jetzt wieder zu. Und jetzt stellt man die so hin. So. Und ich bin jetzt gespannt, wenn ich Musik anmache, ob das tatsächlich laut wird. Ich nehme einfach mal was von Ariana Grande. Hä? Moment. Ich habe das Lied an, aber... Das war definitiv nicht echt. Dieser Hack ist durchgefallen. Erstmal voll kompliziert. Und ja, das ist definitiv kein Boxenersatz, Musikboxenersatz. Also das funktioniert auf jeden Fall nicht. Jetzt kommt ein Hack, auf den ich mich so freue, den auszuprobieren. Weil wenn der funktioniert, war mein komplettes Leben wieder mal eine Lüge. Weil wer hat sich bitte noch nie in seinem Leben seinen Kopf an einem verdammten Zauberwürfel zerbrochen. Wenn du den nicht lösen kannst, dann schmeiß den in die Ecke. Wirklich jetzt? Du hast keinen Bock mehr. Du bist sauer. Du wirst aggressiv. Das baut nicht Stress ab, das macht aggressiv. Wenn du den einmal durcheinander gebracht hast, schaffst du es, ihn nie wieder in allen Farben komplett wieder wie am Anfang hinzubekommen. Also zumindest geht es mir so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, fast jeder kennt dieses Problem. Und angeblich gibt es hier jemanden, der ein Hack hat, wie du das ganz schnell lösen kannst. Egal wie der Würfel aussieht. Hier steht, 2 Moves brauchst du, um den kompletten Würfel zu lösen. Ich bin gespannt. Also ich habe hier einen, der ist ziemlich durcheinander. Okay, man muss einmal nach vorne drehen, links. Und oben das nach rechts drehen. Und das die ganze Zeit abwechselnd. Okay, jetzt sieht er wieder durcheinander aus. Wie lange macht er das? What? Es muss funktionieren, damit ich endlich sagen kann, ich habe einmal in meinem Leben einen Rubik's Cube, einen Zauberwürfel gelöst. Einmal, ich möchte es einmal in meinem Leben sagen. Übrigens, falls ihr auch einen habt, macht jetzt mal gerne mit. Okay, den linken hat er nach vorne gedreht und den oberen hat er nach rechts gedreht. Okay, und so muss man das die ganze Zeit weitermachen, bis der Würfel eine Farbe hat. Okay, ich sehe schon 3 orangene Felder, 3 gelbe Felder, 3 blaue Felder und 3 gelbe. Ich weiß gar nicht, wie lange man drehen muss. Ich hoffe nicht allzu lange, aber ich glaube, er musste schon ein bisschen den Würfel drehen.
So Leute, ich habe jetzt richtig lange gedreht und ihr glaubt nicht, was passiert ist. Ist gar nichts passiert. Er wurde nicht gelöst. Ich habe richtig lange gedreht und er sieht noch eigentlich genauso aus wie vorher. Der Hack war nicht echt. Das hat nicht funktioniert, zumindest nicht bei mir. Ich glaube auch nicht, dass er bei irgendwelchen anderen Würfeln so einfach funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass die den Würfel so gemacht haben, dass du nur diese zwei Moves machen musst quasi. Und dann könnt ihr das schon lösen, weil dann wäre ja der ganze Spaß und ja, die ganze Logik dahinter irgendwie weg. Keine Ahnung. Also ich glaube schon, man muss sich ein bisschen mehr anstrengen für sowas. Aber ich bin echt traurig, Mann. Ich habe mich echt gefreut. Ich bin sauer. Ich bin so sauer. Ihr braucht einfach zwei Trauben. Steckt die an den Stecker und ihr könnt euer Handy aufladen. Ihr braucht keine Steckdose mehr. Aber ihm hat sie angefangen zu laden. Seht ihr das? Da. Und erst nachdem er es reingesteckt hat, wie geht das, Leute? Ich habe hier mein Kabel, Stecker, Trauben. Und ja, jetzt stecken wir erstmal hier rein. Moment. Immer dieser Struggle mit dem USB-Kabel. Du weißt einfach nicht, wie rum damit. Jetzt schnappen wir uns zwei Trauben hier raus. Und jetzt stecken wir die hier rauf. Rest in Peace Traube. Okay, jetzt kommt der Moment der Momente. Kabel rein. Ich bin sauer! Kein Ladezeichen. Es wird nicht aufgeladen. Ich glaube, ich habe schon mal so einen Hack mit einem Apfel gesehen oder sowas. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, aber es funktioniert nicht. Also dieser Hack ist wieder mal durchgefallen. So, kommen wir jetzt zum letzten Hack. Was? In 60 Sekunden kannst du solche Kabelbinder kaputt bekommen? Was? Mit Schnürsenkeln? Okay, wenn, dann könnte das echt dein Leben retten. Okay, wenn denn mal sowas passiert, und ich hoffe, es passiert nie, aber das ist krass. Okay, irgendwie muss ich dazu meine Zähne, glaube ich, benutzen. Und muss einmal durchziehen. Dann wieder zusammenbinden und... Ich bin jetzt verbunden. Ich komme hier nicht raus. Mit einem Kabelbinder. So wie der Junge. Und jetzt brauchen wir unsere Schnürsenkel. Moment. Ich muss jetzt hier erstmal Schleifen lösen. Das ist so schwer. Bekomme das erstmal durch dieses Loch hier. Ah doch, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Und jetzt muss ich nur weiter da rankommen. Muss irgendwie eine Schleife gleich binden. Nur einen Knoten machen auf jeden Fall. Und das ist nicht so einfach. So, ich hab's. Ich hab's. Ich hab direkt Schnürsenkel. Und jetzt? Ich glaube, einfach einen Knoten machen, ne? Okay, was für einen Knoten mache ich denn? Wenn ich eine Schleife mache, hält das überhaupt? Ich habe Angst, dass es dann wieder auseinander geht. Naja, deswegen krüppelig geworden. Und jetzt? Aua, aua, das tut weh. Und jetzt irgendwie? Oh mein Gott! Leute, ich filme gerade mal jetzt. 1:48 war das gerade. Es hat tatsächlich funktioniert. Und ich glaube, das war locker auch nur 1 Minute. Obwohl, ich habe jetzt hier voll den mega Abdruck. Seht ihr das? Ist auch rot geworden und ist nicht ohne. Aber wenn du es ein bisschen mehr übst, dann kannst du, glaube ich, noch schneller werden. Und du kannst das bestimmt locker in 1/2 Minute hinbekommen sogar. So cool. Also ich finde solche Survival-Hacks und sowas, die dir dabei helfen, total genial. Sowas feiere ich übelst. Also der Hack bekommt von mir auch noch zusätzlich 5 Sterne. Der ist richtig cool. So, wir sind schon am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe alle Hacks durchprobiert und ja, ich bin ein bisschen enttäuscht wegen diesem Zauberwürfel. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass er funktioniert, aber naja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welchen ihr am lustigsten fandet. Und habt ihr schon mal selber irgendwelche Hacks ausprobiert? Lasst es mich wissen und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video.